Ha, hab ihn! Oh! Heilige Maria! Ein Buchgolem! Kategorie biodynamischer Klasse 5 Attraktor. Instabil. Teile schubsbar. Angriff, Nahkampf, Berserkerwut, Schockladung. Golems können Objekte ihrem Willen unterwerfen und sie so manipulieren, dass sie zu einer Teil ihrer eigenen physikalisch manifestierten Gestalt werden. PK-Energie verbessert erheblich die Fähigkeit eines Golems. Beschädigt oder zerstörte Teile seines Körpers wiederherzustellen, diese Golem entsteht durch die PK-Überraschung von Büchern und Bibliothek. Schockstrahl. Oh, fuck. Fuck, da! Ah! Oh, scheiße! Da. Oh, fuck, renn, lauf! Nimm die Beine in die Hand. Ach so, slow it down. Oh, slow it down somehow. Naja. Oh, scheiße. Oh Gott, die Bibliothekarin wird so sauer auf mich sein. Boah. Wuh. Man, how much PK energy must it take to collect and animate an entity like that? A lot of very angry energy. Ja. How easy was that? Wait, not so fast. I'm getting some big fluxes here. Gott, ey. Oh Gott, die Bibliothekarin wird mich so hassen gleich. Mal guckt euch mal den. Oh, guck mal, da hinten. So macht man Türen auf. Oh! Boah. Sehr geil. Gemälde einer alten Frau. Porträt von Eleanor Tweedy. 1923. Eleanor Tweedy, Leiterin der Spezialsammlung der New Yorker öffentlichen Bibliothek, wurde von ihrem Geliebten, dem Philologen Edmund Hoover, ermordet, als sie ihm den weiteren Zugriff auf die Spezialsammlung verweigerte. Hoover wurde später als unverbesserlicher Serienmörder entlarvt und vom Staat hingerichtet. An Tweedy erinnert man sich als hingebungsvolle Bibliothekarin, die ihr Leben dafür gab, die Bücher zu beschützen, die sie so liebte. Aha. I think it's her. Yes. Yes, it is her. Eleanor Tweedy, the librarian. Look, there she is. Meet us at the stairway door. Ja, schnell, ich möchte dich scannen. She went down that way. Winston, check upstairs to see if the other phantom doubled back. Roger. Ah, diesmal kriegen wir sie. What? PKE's out and try to be quiet. Oh. Oh wow, a full stabilizing levitation. I'd say we're close to something. Ray. You got something? I've got something right here. Got something, all right. Check that out. Ah! Ooh, she keeps shushing us. That's her, the Gray Lady. She's the first ghost we ever hunted. Man, I wish Venkman was here. I'm pretty sure Venkman doesn't. Easy now.
She's real skittish. Let's go. We'll cut her off. Ja. Oh, warte, ich möchte vorher aber noch ihr Profil lesen. Wo ist die? Geisterbibliothekarin. Geisterbibliothekarin. Kategorie halbverankerte Klasse 5 Entität. Geist muss gefangen werden. Angriff, Distanz erzeugen. Schwäche, Protonenstrahl. Betäubungsdauer moderat. Empfangswiderstand niedrig. Spezial, beschwört Buchflatterer. Dr. Eleanor Tweedy war die leitende Bibliothekarin der New Yorker öffentlichen Bibliothek und hatte die Aufsicht über die Sammlung antiker Artefakte, Steintafeln und fast vergessener Pergamente. Im März 1924 verschwand Dr. Tweedy spurlos. Das New York Polizeidepartement unternahm alle nur erdenklichen Anstrengungen, um sie zu finden. Anschließend mehrerer Durchsuchungen der unterirdischen Lager der Bibliothek, wo sie zuletzt gesehen wurde, aber sie wurde nie gefunden, lebend zumindest nicht. Jetzt wandert sie durch die Regale der New Yorker öffentlichen Bibliothek, öffnet immer noch Bücher und bedeutet den lauteren Bibliotheksbesucher mit einem knochigen Finger an den Lippen, still zu sein. Den meisten erscheint sie wie die wunderliche und elegante aussehende Dame, die zu Lebzeiten war. Wenn sie jedoch zornig wird, verwandelt sie sich in einen wuterfüllten Schrecken. Und möge der Himmel dir helfen, wenn du deine Bücher nicht rechtzeitig zurückgebracht hast. Da kommt die mich zu dir nach Hause. Und davon erholt man sich nie von dem Anblick. These readings are off the charts. And I'll have to make new charts. In Case of Fire. Reference, Encyclopedias, Journals, Archives, Current. Wow! Now listen, this place is reading like a psychic pressure cooker. Primer thrower. Everybody stick close together. What was that? Here, this way, quick! Na Mist. War so klar. Ah! Okay. Ah, warte, die Bibliothekarin. Now I got you. Oh no, kid, look out. It's coming your way. Nein, oh Mist. Ja. Ich darf nun. Temperatures dropping. Event imminent. Brace yourselves. Okay, hab ich. Brace yourselves. Guys, I'm at the periodical archives looking at a stack of old newspaper clippings. All about some nut named Edmund Hoover, aka the Collector. Go on. This dude has a history you should know. Librarian of this place. The Gray Lady? That would be my guess. Ah, mein Fuß. Oh, ich sitze gerade ein bisschen beschissen. Sorry, Leute. Puh. Oh Gott, das klingt nicht gut, ne? Das ging vor. Das ging so einfach nicht gut. Lampe? Leselampe. Unwidrige Leselampe. 1959. Der gefeierte Romanautor Arthur Hutz Houston arbeitete über 30 Jahre lang an diesem Bibliothekstisch und unter dieser Lampe. Wann immer er Recherche für seine neuen Bücher betrieb, in seinen 60ern wurde er von einer schweren Schreibblockade heimgesucht, die ihn nicht mehr loslassen wollte. Hudsons physische Frustration suchte sich einen Ausweg und floss in die Lampe. Dort ist sie noch immer und erlaubt niemanden unter ihrem Licht zu lesen. Aha. Ah,
Ja, genau. Statt Bücher so. Whee! Ah! Wow! Habe ich den gescannt? Ja, habe ich. Papierkonstrukt. Ah, nein, habe ich nicht gescannt. Scheiße. Aber jetzt haben wir mal den Effekt. Mein Gott, sind hier viele Partikel. Na, voll Spaß, die ganzen... Ah, oh, toll. Die ganzen Bücher umzuwerfen. Ah! War knapp. Ach Mist. Oh Gott. Guck mal, Employer of the Year. Ne, warte da. Employer of the Month. Das ist bestimmt irgendein Spieleentwickler. Mit Sicherheit. Okay, guys, it's dead up here. The good kind, I mean. You all cool? We may need to get back to you on that. Okay. Wow! Oh Gott! Buchflatterer. Resistenter Klasse 1 Schwärmer. Typ körperlich. Angreifbar. Verhalten, Angriff, Ansturm, Schwarm. Schwäche, Schockschlag. Es ist ein Buch, aber es verhält sich wie eine Fledermaus. Solche Entitäten können sehr gefährlich sein, wenn sie sich zu Schwärmen zusammenschließen. Diese fledermausartigen Handlangergeister werden in die sterbliche Ebene gezwungen, indem sie den Büchern und Folianten animieren. Buchflatterer treten häufig in Schwärmen auf und sind sehr revierbezogen. Greifen jedoch nur an, wenn sie sich gestört fühlen. Unter bestimmten Umständen können diese Klasse 1 Entitäten von mächtigeren Geistern beherrscht und kontrolliert werden. Ich bin tot! Komm, Ray! Now, where's that class 5 animator? I tracked the slut here. Das ist jetzt Slut? Hallo? Hab ihn. Krusto, Kategorie telekinetischer Klasse 4, 5, ja, Animator. Typ Geist. Muss gefangen werden. Verhalten, Angriff, Distanz, Telekinese. Oh, der kann Telekinese. Schwäche, Protonenstrahl. Betäubungsdauer lang. Einfangwiderstand mittel. Diese Animatorgeister verwandeln nie als Menschen auf der Erde. Also wandelten nie als Menschen auf der Erde. Es handelt sich um elektroplasmische Entitäten, die durch interdimensionale Risse in unsere Welt gelangten. Diese Kreaturen scheinen die personifizierte Faulheit zu sein. Und anders als sie musste die Geister schon. Anders als die, die meisten Geister scheinen diese Klasse 5 oder also 4 oder 5 Entitäten nicht allein zu kooperieren. Sie werden fast immer von einem Artgenossen begleitet. Was ist seine Schwachstelle nochmal? Tonstrahl, was auch sonst ein Geist. Aber warte, ich verklipp mich die ganze Zeit. Give him a new home in our containment facility.
Throw your trap, Rook! Look, did you see that? More than I expected. Oh nein! Nein! Oh Mist. Au! Schon in die Falle rein. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Good work. That took some doing. Ja. Congratulations, Ray. But I'm near Special Collections. Someone you've been wanting to meet again is here. We're on our way. Warte mal eben kurz. Ich muss mal eben mein Nasenspray eben. Okay. Ach, kann weitergehen.